So, hallo, nachdem Master einige Geräusche von uns gegeben hat, sind wir wieder dabei bei einem weiteren Match der Gamescom 2011 bzw. The International, gesponsert von Valve, wo wir zum ersten Mal Dota 2 sehen in einem Tournament und wo um $1 Million gespielt wird. Jetzt spielen auch Edelmann China und Mineski in der ersten Runde des Loser Bracket. Richtig, und ich bin eigentlich voll für Mineski, weil ich mag das Team, weil sie einmal vor 4 Jahren gut gespielt haben. Das Problem ist aber leider, dass sie in ihrer Gruppe alles verloren haben und deshalb gegen Nirvana China wahrscheinlich es sehr, 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 sehr schwer haben werden, weil Nirvana China definitiv ein sehr gutes Team ist und Mineski wahrscheinlich nicht auf dem Niveau mithalten kann. Es wird langsam sogar spät, muss man sagen, aber der Zeitplan ist ein ganz guter Boy eigentlich. Eine Stunde hinter habe ich gehört, das geht klar. Das geht voll klar. Und First Band ist der Nightstalker. Den haben wir gerade gesehen, auch im Spiel von M5 gegen Navi und Spectreband. Dankeschön. Vielleicht ein Weaverband wäre noch ganz angebracht. Lassen wir uns überraschen. Noch 29 Sekunden, dann bricht die Bonus-Time an für Nirvana China. Und da werden die restlichen T-Shirts noch in die Menge geworfen. Wer will die überhaupt noch, ne? Ich habe schon 2 Leute gesehen, die die T-Shirts wieder zurückgeworfen haben, weil ungefähr jeder einfach schon dieses T-Shirt hat. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass an diesem Stand die T-Shirts rausgehauen werden, wie nichts gut ist. Chen wurde hier gebannt, bei Nirvana China, scheint also auch in diesem Turnier relativ beliebt zu sein. Was erwartest du dir von diesem Spiel, Burak? Meinst du, es könnte spannend werden oder doch eher Richtung Rape gegen Mineski? Also Rape. Wahrscheinlich schon, es ist schade. Weil Mineski echt, die haben meine Props, weil sie machen so unkonventionelle Sachen, zur Zeit hat das so eine Bot. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen. Aber leider kriegen sie trotzdem eine Küppflasche. Ich weiß gar nicht, sie haben Kingplay geaddet, aber ich weiß gar nicht, ob er bei der Gamescom ist. Sie haben alles komische Midgames. Das ist in der Tat richtig. Es ist schon ablenkend, wenn vor allem sie kennen Banana und KS sind, weiß man ja, aber wer ist LLL und wer ist Yao? Das ist LLL und Yao. Oder III. Frage über Frage. Ja, ist die Frage, ob das ein I oder ein L ist. Ich weiß es nicht. 10 Sekunden noch. Die Picks jetzt bei Nirvana China. Bitte keine Weaver. Ich kann sie im Endeffekt nicht mehr sehen. Sehr viele heute Weaver gesehen. Ich hoffe mal, dass sich das am morgigen Tag ein bisschen ändert. Vielleicht kreativere Taktiken. Wahrscheinlich nicht. Das ist leider das Beastmaster. Den mag ich zum Beispiel immer noch gerne. Aber kann man immer wieder sehen. Ich bin so ohne zu stoppen. Es ist auch arschheiß hier. Es ist Messetemperatur. Heute Morgen war es eigentlich noch angenehm, aber hier sind einfach über Tag so viele Leute. Es wird einfach stickig in so einer Halle. Macht uns aber eigentlich nichts, doch eigentlich schon, weil es ist nervig. Zum Glück habe ich hier mein The International Turnierbuch, mit dem ich umwählen kann. Ich habe meine The International Kopien mit dem Turnier. Okay, der war der China mit Beastmaster. Shaker direkt von Mineski und Clock. Ein sehr guter Clock, ein sehr schlechter Pick. Ja, Clock und Shaker, beide hier die First Picks von Mineski. Warum Clock so früh? Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass er in diesem Game so großartig ist. Aber man weiß ja nie, ne? Mineski, ich meine, das Game ist ja nicht von vornherein entschieden. Er ist jetzt auch das Aichi besiegt. Und er hat gesagt, dass er ist das Jahr sie besiegt. Und Mineski ist schon, eigentlich sind sie gar nicht so schlecht. Vielleicht hatten sie gestern einen schlechten Tag, man weiß das ja nicht. Vielleicht war gestern eine scheiß Tagesform. Vielleicht haben sie heute über Nacht nochmal viel besprochen, viel geguckt, was sie verbessern können. Sowas kann alles sein. Ja. Oh, bitte, ich hasse sie. Diese scheiß Weaver, ich möchte bitte, dass die aus dem Spiel rausgenommen wird. Ich kann die echt nicht mehr sehen, das ist ja schlimm. Ja, aber die immer so lange braucht, bis sie reifen ist. Ja, das Problem. Naja. Was soll's, wir warten es ab. Vielleicht wird sie eine Weaver auf Gang. Auch wenn das überhaupt keinen Sinn ergeben würde und auch niemals funktionieren würde. Lass mal wieder haben. 10 Sekunden remaining. Jetzt der letzte Pick in der ersten Pickphase hier für die Jungs von Mineski. Wir sind natürlich gespannt, ob sie da noch machen, ob sie noch irgendwie einen Ass im Ärmel haben für den Anfang oder ob sie das einfach so jetzt irgendwas Standardmäßiges nehmen. Vielleicht
Keine Ahnung. Nee. Engine Apparition ist noch drin. Es gibt nichts geileres als nicht beim Theory-Kampf. Mach weiter. Was denn? Mich war's gut. Echt? Picks analysieren und allgemeine Strategie ist halt nicht meine Stärke. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Ja, in einem Pool von 45 Euros ist 46. Ist auch ein bisschen schwer. Und ich bin kackenmüde. Wie kommt das? Warst du gestern spät im Bett? Nein, 8 Stunden geschlafen, aber der Tag heute war ja nicht gerade unanstrengend. Bei der Hitze. Ach. Das geht schon. Wie viele warme Körper sind eigentlich in diesem Saal? Engine Apparition, ich hab's gesagt. Nice Try kann doch casten. Er kann Picks analysieren und weiß sofort, was Sache ist. Auf jeden Fall großgültig, die ich hier auspacke. Respekt an mich selber. Zweite Bandphase geht los. Engine Apparition ist schon gepickt, deswegen kann er nicht gebannt werden. Pugna gebannt. Eines der beiden Ziels bei Tides. Tide Hunter. Und das wird Ineske sein, glaube ich. Die werden bestimmt Tide. Tide so in der Mitte? Oder picken sie Tide? Tide Bench Roaming zusammen mit Minus Armor, mit der Weaver und mit Axe. Das ist ja pervers. Das ist ja pervers, wenn die Tide kriegen. Tide ist ein unfassbar starker Jura, meiner Meinung nach. Sehr, sehr schön gesehen. Und wir sehen gerade M5 richtig sauer und enttäuscht. Verständlich. Nee, ist es A2? Wenn niemand ist? Das ist A2. Ja, es muss A2 sein. Und direkt daneben ist auch Light, glaube ich, also die scheint es ganz gut zu verstehen. NS ist auch da, Santa ist auch da. Ja, ja. Also die M5-Jungs yes. haben leider verloren, sind rausgeflogen, aber ins Loser-Bracket erst. Tides, du hast Respekt, Herr Burak, das haben sie gut gemacht. Wie ist dein Nachname? Sebsa, S-E-Z-E-R, Englisch benannt Sezer. Ich bleib bei Herr Burak. Kannst du das R rollen? Nein. Scheiße. Definitiv nicht. Und dein Nachname ist Hunold, ne? Ja. Wo kommt der her? Weißt du, wo der herkommt, der Name? Aus dem Deutschen. Was kann sein? Weiß ich nicht. Meine Mutti kommt aus Norwegen. Aber? Mhm. Also ist der Name norwegisch? Weiß ich nicht. Warum nicht? Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Nachname von meinem Vater. Und der kommt nicht aus Norwegen. Ah, okay. Anti-Match gebannt. Also Hardcore-Carries gibt's hier für Mineski nicht mehr. Die hier auf jeden Fall... Es wird schwierig. Guck mal, kein Hardcore-Carry mehr, der jetzt wirklich gegen den Weaver anstinken könnte. Muss Mineski mit Game gewinnen. Ja, Void gibt's noch, aber... Hatten wir schon öfter im Gespräch, riskanter Hero. Wurde Papa gespielt, aber nicht sehr erfolgreich. Ich glaube noch keinmal mit Void gewonnen, oder? Dieser Stand ist sehr, sehr geschickt, weil die verteilen die Zuschauer, wenn das Game losgeht, die wollen Zuschauer anwerben. Aber man muss sagen, der Stand heute war gut besucht, eigentlich den ganzen Tag voll gewesen. Ja. Es wird jetzt ein bisschen leer, aber die Messe nähert sich natürlich auch dem Ende, es ist abends. Aber trotzdem, den ganzen Tag war der Stand eigentlich überfüllt. Es standen immer Leute davor, auch schon sehr gut besucht, muss man einfach sagen. Venomancer gebannt, sage ich glaube ich zum zweiten Mal, da hast du es schon gesagt, ich weiß es nicht. Zweite Pickphase beginnt, könnte interessant werden, was da noch bei Nirvana China kommt. Ich denke mal, es werden noch Supporter kommen für die Weaver oder die Weaver bleibt einfach auf der Solo-Lane. Und die spielen noch was ganz anderes auf der Triple-Lane und machen Enigma. Sehr geil. Finde ich cool, haben wir bisher nur einmal gesehen und da war der richtig, richtig nice. War sogar spielentscheidend durch seine eine Ulti. Ach nee, da haben sie verloren, das war IG, ne? Die damit aber gut zurück ins Game gekommen sind. IG hat auch kein Enigma gespielt, oder? Wann? War das nicht damit Shaker und Enigma? Das war Nirvana International mit Lacoste. Ach! Ja, genau, da war erst Shaker von Come With Me so reingerannt mit einem Multi, es war gegen Nirvana China, da haben sie so gewonnen. Stimmt. Sind sie gebasht. Stimmt. Du hast recht. Okay, Team Nirvana China musste die Enigma führen und hat sie selber gepickt jetzt. Geht's nur mir so, oder sieht Enigma so ein bisschen aus wie Iron Man in lila-blau? Ich finde, der sieht aus wie Elementarheld Bobbleman. Weißt du, wovon ich rede gerade? Ja. Okay. Ich bin ja ziemlich Yu-Gi-Oh-süchtig. Also ich weiß ja schon, was du meinst, aber ich habe jetzt keinen vor Augen, wie der aussehen soll. Aber wahrscheinlich wie Enigma. Deshalb habe ich hier doch einen vor Augen. Ja, eigentlich schon. Na, ich bin ziemlich Yu-Gi-Oh-süchtig geworden, ne? Das ist ziemlich krass. Habe ich früher in der Schule gespielt. Habe ich immer ganz viele 1800 Angriff gehabt und 4 Sterne, habe ich immer gewonnen. Ja. Ich nicht. Ich hatte immer so komische Drachen, die alle 6 Sterne hatten. Da hatte ich 6 Sterne Monster in meiner Hand, konnte nicht aufrufen. Slada! Bam! Slada! Mit dem Slada. Und ja, ich denke mal, sie müssen hier im Midgame auf jeden Fall Dominanz aufbauen, Mineski, um das Ganze hier gewinnen zu können. Early Midgame brauchen sie die Dominanz, dass sie das Ende des Midgames beenden können, weil Late Game wird das nicht gegen eine Weaver. Shaker Clock, Slada auf 3 Millis.
Okay, Nummer 3, ranged, 9 Milli. Skala ist ein BKB hier, wie ist Basler dagegen? Range kann auch rauswarten, nur 1 Und Skala ist ja eigentlich ziemlich nice, auch gegen die Weaver. Hat man natürlich die Ulti drauf, macht Minus Armor, macht die Visible. Ja, aber Weaver kann es purgen, das ist das große Problem. Sowieso so mies, dass Weaver alles mit ihrer Ulti wegmachen kann, auch einfach ja, ja. Das und so, das ist hässlich. Die Gem ist das einzige, was, oder Hex ist oder so. Aber Skala Ulti hat halt auch nicht so einen neuen Cooldown, also... Stunlock, Hex. Das sind so die einzigen Sachen, die gegen Weaver funktionieren. Tja. Und es sind noch 40 Sekunden für eine Bannerscheider für den letzten Pick. Sind wir mal gespannt, was sie da noch jetzt raushauen am Ende. Irgendwas total abgefahrenes oder einfach standardmäßig noch jemanden, den sie mit der Eventual Spirit irgendwo schicken können. Enigma wahrscheinlich dann die Solo Lane nehmen, der Beastmaster auch. Weaver geht auf eine Triple Lane, kriegt ein bisschen Support von der Event. Oh, die Windrunner jetzt noch. Ja, wie wollen sie das lane? Vielleicht auch 3 Solo Lanes. Sie können auch 3 Solo Lanes machen. Oder das und Enigma Wald. Enigma Wald, Bench geht rum. Das genau. Kann man auch machen. Werden wir gleich sehen, wenn es losgeht. Mineski Bottom. Also auf jeden Fall, Mineski muss im Midgame gewinnen. Late Game sieht das ganz, ganz schlecht aus. Sind wir gespannt, ob sie das schaffen, Mineski. Ich muss ehrlich sagen, ich traue sie nicht zu. Ey, Winter hat ein Piercing. Hast du das schon gesehen? Ja, klar, habe ich das gesehen. Ist ja voll die Ginger. Mirana hat geile... Sie hat geile Ketten mit Wunden. Ja. Ja. Der Tiger ist kein Tiger mehr am Spürten, oder so. Was denn? Der Tiger ist kein Tiger mehr am Spürten, oder so. Was ist das denn? Eine Katze? Ich muss mir besser darauf achten, ist das nur ein Maus? Ich wollte mich selber noch vergewissern, ob das auch stimmt. Ja, können wir uns gleich mal angucken. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich traue mir das nicht zu, im Early- und Mid-Game zu gewinnen. Nee, okay, der war da schon richtig gut gepickt. Ich glaube mal, die werden das gut entscheiden. Vor allem nachdem, wie Mineski gestern abgeschnitten hat, kein Spiel gewonnen. Traue ich ihnen das einfach nicht zu. Ich meine, ich will sie hier nicht unterschätzen. Ich hoffe das auch, dass sie das schaffen. Weil es wäre sehr interessant, Mineski zu sehen, was sie richtig stark early mitgehen spielt. Ja, aber ich glaube, das schicken Enigma wird wahrscheinlich Ich wirkte einfach auch unglaublich schwierig, weil natürlich mit Beastmaster hat auch Nirvana China jemand, der im Early- und Midgame sehr, sehr stark ist, wenn er Level 6 ist mit der Ulti. Wird auf jeden Fall eine harte Nuss für Mineski. Aber wir wollen natürlich nicht parteiisch sein und sind ja auch nicht. Irgendwie... Nee, parteiisch waren wir nur bei die Dinet und leider... Und bei M5 und Navi, da war jeder für eine Seite. Genau. Aber das schon wieder fair war, wenn die einen Kampf das eine Team ist, der andere für das andere, dann ist das vielleicht wieder fair. Das ist auf jeden Fall gut, finde ich auch nett von uns. Wie viele T-Shirts haben die denn? Warum liegt schon wieder alles voll? Die haben zu viel Geld, ja, wenn die zu viel Geld haben, könnt ihr gerne den Bob ein bisschen was abgeben, das ist doch kein Thema. Boah, ja. Und ich denke mal, die werden die ganzen nächsten Tage auch T-Shirts raus. Also wenn ihr dieses Video die seht, ich weiß ja nicht mal, wo es hochgeladen wird, aber wenn dann die ganze Woche kommt her, wenn ihr ein T-Shirt wollt. Danke auch die Webseite mal. Sie lernen ein Spinnnetz aus, oder? Ich find meine Kreation recht gelungen. Ja, meinst du damit, da verfängt sich die Weaver drin im Spinnnetz? Was ist das denn, wenn das kein Tiger ist? Was soll das sein? Das ist ein Esel. Eine Esel. Man kann ja nicht mehr so elegant runterscrollen, so Seitenscrollen wie in Dota 1. Das ist aber ganz, das ist ja ein Tiger. Wird doch eingeführt. Das ist ein Esel oder so. Ist das ein Panther oder sowas? Das ist doch ein Tiger. Ein weißer Tiger ist das. Ja, ein weißer Tiger. Ja, warum nicht bei einem roten Elefanten? Das ist von Sieg mit dem Roll ausgeliehen. Hallo, der ist von Sieg mit dem Roll ausgeliehen da. Also hört man nicht mehr. Weißer Tiger. Man kann das elegant geschrieben vom Boss. Ey, ich bin gleich kaputt, meine Lieben. Wir haben Shaker Porter auf der Bottom Lane gegen Weaver, dass sich die Weaver easy adden könnt. Das einzige Wichtige ist, dass sie weiß, wo die Bottom ist. Und einzige, dass sie das easy durchkriegt? Wenn die immer weiß, wo die Bottom ist, also wenn die Bottom hier so steht, dann steht der immer vor dem Krieg, sodass kein Arrow durchkommt. Dementsprechend kann eigentlich gar nicht stehen. Okay. Ich bin noch Sid von Venture Spirit, also... Venture Spirit ist noch am Start. So einfach geht er mit, Kumpel. Glock in der Mitte gegen den Beastmaster. Beastmaster? Ich spiele von Yao. Damit denke ich mal viel über... Ich glaube, das könnte Kingjay sein. Kingjay spielt auch gerne Beastmaster. Ich weiß aber nicht, ob Kingjay überhaupt hier ist. Also ich denke, die Midlane entscheidet sich über die Runenkontrolle. Ist so einfach immer so, weil der Midlane eigentlich bei vielen Midlane... Wenn Glock den Beastmaster die Runen wegnimmt, dann sieht es gut aus. Könnte auf jeden Fall was machen. Aber anders mal genau. Oh. Bam, Äxte. Shaker Port wie unten, schöne Lane Ward, das zeigt, dass sie aggressiv spielen wollen. Windrunner hier, Solo Top. Bisschen in den Angriff genommen von Angel Apparition, mit dem Power Shot oben gegen Slada. Schön.
Oh, da gibt's direkt einen kleinen, aber feinen Fight. Oh, ein kleiner Austausch hier zwischen Endschnittmöchen und ordentlich Schaden. Die Windrunner, ja. Enigma ist im Wald, bitte. Was bitte da als erstes nicht holen? Meinst du, der geht schnell auf den Decker oder wie sieht das aus? Shaker kriegt dann bisschen was ab, kriegt auch den Stun ab, kriegt er auch, denke ich mal, die erste Hits ab. Vielleicht gleich mal eine Fischer. Ja, nicht, einfach keine Fischer. Hat er kein Mana oder? Ich glaube schon, dass er auf den schnellsten Decker geht. Oh, bam! Ja, Clock Rock, ich hab leider nichts getroffen. Beastmaster in der Mitte. Scout Shield. Oh, hier oben gezeigt ein Top-Man, da gibt's so actual Top-Man, also die scheinen sich richtig in den Haaren zu haben hier, also sie scheinen sie nicht zu mögen. Da schieben sich einfach gegenüber und hauen plump aufeinander ein, aber die Windrunner verliert es halt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir sind bei 2 Minuten und 25 Sekunden. Die ersten paar Zwischenergebnisse sehen ganz gut aus. Zu 13 lastet auf dem Slada. Wo ist denn eigentlich der Slada auf welcher Lane? Auf der Top-Lane ist das. Ach, Top-Lane ist der mit. Mitte, Ende. Ach, klar. Sorry, ich bin retarded. Schlag mich bitte, wenn ihr mich seht. So. Die Eidolon sieht cool aus. Wie sieht aus wie Blubber? Kennst du Blubber? Die Eidolons sehen eidolönig aus. Ne? Oh, der Esel fliegt. Der Esel ist relativ schnell unterwegs, oder? Warum ist das ein Esel? Ich pack hier einen Huhn. Das ist logisch, das macht voll Sinn. Pack Esel, der einen die Sachen bringt. Bottle auf dem Beastmaster. Ich fand das Chicken irgendwie cool. Aber das Esel ist cooler. Also Esel ist einfach geil. Oh, da gibt's schöne Fischen Action gegen die Potter. Schöne Fischer. Zwar, das spielt doch so ein bisschen die Art-Style. Scheiß drauf, einfach nach vorne. Er muss aber aufpassen, er hat keinen Challenge sein Team, den da ausgedrückt kann. Und ja, der Rest. Baumkarten zurück, die waren scheinbar. Sehr schön. Der Clockwork Goblin mit einer Uhr ist schon ganz, ganz früh. Also wenn er einen Kill bekommt, dann ist es schon mal relativ nice. Ancient Version fängt jetzt an, so ein bisschen rumzulaufen. Freebies scouten den Ancient Version. Das ist ganz, ganz wichtig, sowas, was der Beastmaster gerade macht, zu wissen, wo er ist. Bei dem Zeitalter des Smokes ist es einfach ein Privileg zu wissen, wo jemand ist. Weil die Gegner können irgendwie überall sein, so schnell wie die über die Map rennen. Deswegen finde ich Smoke so retarded. Das macht das Game einfach nur random. Jeder Gank kann easy vorbereitet werden, wenn man einfach mit Smoke rumrennt. Es gibt keine großartigen Sentry Wards mehr. Es gibt keine großartigen Moves mehr, so Gank Moves gibt's einfach nicht. Man rennt einfach stumpf mit Smoke rein und pick and kill. Und das ist irgendwie retarded. Oder macht dir Spaß, von 4 Helden besucht zu werden, obwohl du gar nichts siehst. Ja, wenn die nett zu mir sind. Punk ist Nidus, die dich dann killen wollen. Achso, ja, ja. Nee, ja, doch, bin ich auch voll. Weil ich ja meistens escape, weil ich Brustbild bin. Naja, die Leute, die meine Cards hören, die wissen ja, dass ich Smoke nicht mag. Es gibt natürlich die einen oder anderen, die sagen, Smoke ist so das Action-Item mit Smoke geht, was ohne die Porten ist weggelegt. Ring of Health sind wir beim Slada. Vielleicht ein Wenger auf dem Slada. Weaver auch hier mit Ring of Health am Start, ob sie da jetzt wieder auf Dings geht. Standard Item Bild, das wir nur schon eine Million mal gesehen haben auf Weaver. Wahrscheinlich schon. Spezialty Booster Threat Rated. Ja. Oh. Ich nicht mal jetzt mit hier mit Dings am Start, wie heißt es noch? Soul Ring. Dann habe ich den Ball natürlich permanent. Ich sage nur, auf der oberen Länge, der unteren Länge ist ein bisschen Action. Hoffen kriegt er nochmal einen Hit ab. Relativ wenig HP, bestimmt über 200. Weil ja jeder HP-Streifen 200 HP darstellt. Wow. Sehr gut, lieber Mütze. Oh, da gibt's Action hier gegen die Wind und da kriegt er einiges ab vom Starter, der ist sehr schön. Hier noch mitläuft, aber in Stimulation kommt zu spät. Kann er nicht mithalten. Windrun einfach zu mächtig. Ja, davor hat sie den Abbruch abgekriegt, die Weaver. Hab's nicht genau gesehen. Gedodge. Ist Nacht. Muss Nightstalker. Nightstalker gibt's nicht in diesem Spiel, mein Freund. Oh, Clockwork, der ist am Arsch. Kriegt dann nochmal den Stun ab hier und nochmal den Stun vom Enigma. Kommt aber weg. Da kommen auch die Eidolons nicht mehr ran. Kriegt mal Eidolon an, die sehen lustig aus. So hast du kleine Tinies, so Tinies. Oder wie
Elementarheld Avion. Nein, Spaß. Oder Elementarheld Neos Alios. Oder wie Flubber aus dem Film Flubber. Ja, Flubber ist ganz gut an, ja. Der lief neulich sogar im Fernsehen, ich hab ihn gesehen. Ja, wie sieht das fahrmäßig aus bei Shaker oder Potem 18 lastet nur, ist aber wenig. Ja, 18 lastet. 18 lastet hat sie nur und die Weaver hat schon 26. 31 auf dem Slader, bei dem läuft das ziemlich gut mit dem Pump. 32 auf dem Beastmaster, 28 auf dem Enigma. Der ist im Wald natürlich relativ ungestört und hat das ist halt nicht ganz so schwer da zu fahren. Slader, haut top. Auf die Grease und durch dein Last Hit. Wunderbar gemacht, sehr schön, er ist Großteil. Und noch ein. Wo, wie ist das eigentlich, weißt du, wie das mit dem Gold von Creeps ist? Ist das random, wie viele die geben? Oder gibt denn jeder Wave einer 49, einer 45, einer 44, oder? Random, alles random. Also wie der Damage random ist, ist auch das random. Ja, der aber eigentlich eine interessante These von dir. Daran habe ich dann gedacht, dass du was gar nicht meinst. Glaube ich. Da fliegt ein Arrow auf dem Tor. Er sagt ja immer ziemlich... Oh. Könnte es Gang geben. Gibt's einen Gang. Da gibt's definitiv einen Gang. Und da gibt's die Schauer. Der ist definitiv... Ah, schöne Füße. Das war geht down. Das war First Blood. Ja. Erst ein Kill. Ich dachte, da wäre schon mehr passiert. Und man muss einfach sagen, desto weniger Kills mir es gemacht, desto schlechter sieht es für sie aus mit dem Sieg. Sie müssen im Midgame definitiv die Action machen, Early Midgame. Clockwork sollte vielleicht mal anfangen, ein bisschen zu gängen, dann müssen Level 6 eigentlich schon erreicht haben. Clockwork, Gott, dann würdest du mein Bester. Da, Level 7 sogar schon, vielleicht noch ein bisschen gängen. Und jetzt wird hier ein bisschen gepusht, Potem hat noch einen Starfall rein. Aber sie gehen mit den Idolons ein bisschen auf den Tower. Ja, wird aber nicht hardcore hier bedrängt, verliert natürlich ein bisschen HP, aber mehr auch nicht. Warum Mineska eigentlich so schlecht in diesem Turnier abschneidet? Ich meine, er hat eine Rota-Spieler und so. Das ist natürlich motiviert. Regeneration! Ja, vielleicht sind sie einfach nicht in guter Form. Ja, das kann sein. Aber trotzdem, ich dachte so, in den Philippinen sind so das zweite China. Das ist eigentlich. Schade. Ja, also bisher sind sie auf jeden Fall nicht überzeugend. Die Frage ist, ob das in diesem Spiel sich ändert. Bisher ja, machen sie... Ja, fahrmäßig sieht das gar nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Aber sie müssen halt mit dem Slader und mit dem Glocke irgendwie ein bisschen Gang-Action machen. Vielleicht, dass das Slader auch noch ein bisschen farmt, aber ein bisschen was killen wäre schon nett. Vielleicht die Weaver auf jeden Fall auch mal rausnehmen. Irgendwann kriegt er auch ganz gut Farm. Was hat die Windrunner denn überhaupt? Die 22, die hat doch nicht so einen tollen Farm, ich habe gerade Bullshit erzählt. Hat natürlich auch Probleme da oben gegen die Duel-Lane, da oben gibt es wieder Action, gegen den Earthshaker, die Action drin, rennt das Black Hole, hat die Potem nicht gehabt. Sehr schade. Wenn die Potem da noch drin gewesen wäre, wäre es für die auch nochmal eng geworden, denke ich. Mitte gibt es Action, die wird gestillt, hat Probleme gegen den Knopf Goblin, wenn er reingeht und sie sofort killt. Ganz nice auf jeden Fall. Ist das sehr low gewesen. Aber konnte trotzdem noch die Venge mitnehmen. 2:1 nach 10 Minuten hier. Nach 10 Minuten können wir auch mal auf die Lasses gucken. Die 40er Grenze haben nur überschritten der Slader und der Enigma. Und Enigma war ja im Wald. Beastmaster 28, 38, Weaver auch 38. Vengeful Spirit geht Richtung Top Lane. Diesmal ist der Wald da gerade so ein bisschen am Rumfarmen gegen einen Centauren und ein paar fette Golems. Potem Arrow hat wieder nicht getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe, ging daneben. Und Weaver wieder geht einfach durch. Bisschen Damage aufteilen, vielleicht ein Lasso damit abgreifen. Enigma 1300 Gold, vielleicht geht er doch auf einen Decker, man weiß es nicht. Ja, bestimmt doch. Ja, Clockwork hat Hookshot natürlich am Start, vielleicht in der Mitte, da ist das aber leider kein, den sie irgendwie rausgängen können. Enigma mittlerweile top, also nicht mehr im Wald unterwegs, will da vielleicht
ein bisschen Party machen, die Ventspur geht aber schon weg. Da oben haben wir aber noch seinen guten alten Atzen, die Windrunner am Start. Pass auf, dass dein Monitor da nicht runter rattert. Dyer's Top Tower is under attack. Würde mir noch oh, die einzige Problematik wäre, dass ich jemanden erschlage damit. Das ist aber wirklich die einzige Problematik. Smoke of Peace hat gerade geused. Geht Richtung Top, Richtung Windrunner. Aber die scheint das Ganze zu Adam ziemlich zurück. Top Tower ist gefallen gegen die Eidolons vermutlich mal vom Enigma. Oh, ob das Lava da noch hinkommt? Immer die Zeit verloren. Oben geht auch noch die Party, da haben sie auf jeden Fall hier nochmal die Ventures Crew, das ist glaube ich, gefunden, die geht auch in den Moment down, und da geht auch nochmal auf den Linie, weil der Titan aggressiv schön ist, und Spindle Angel, die Titan, der sollte sterben, ich meine Linie, ist in dem Moment auch down, Titan, das ist bei dem Game, wie komme ich da rauf, schön ist, weil er hier nochmal rauf hieß, wenn ein bisschen gegen den Starter geht, aber ich glaube nicht, dass die direkt kommt, wird hier nochmal ein bisschen geblockt, aber warum, das Blocken bringt eigentlich nicht ganz so viel, nochmal jetzt einen Stamm raufgehauen, und schöner Shackle-Shot auf, den guten alten Slada, der aber wahrscheinlich nicht davon sterben wird, ist jetzt aber gestohlen, hat auch keinen Sprint mehr an. Was macht der da? Der wollte ja Mindgames aufmachen. Slada? Ich glaube, er wollte richtig cool. Das guckt jetzt Publikum, alle machen den hier. Alle, Facepalm. Alle streichen ihre Haare zurück. Das ist unfassbar. Was hat der Slada? Also ich habe das Gefühl, er wollte cool sein und ich habe das Gefühl, Sladas Maus hat gespinnt. Nein, ich wette, er wollte cool sein und in den Programm und gleich wieder raus und rum, dass die Gegner zu verwirrt sind. Aber dann, irgendwie hat er sogar nicht dann, ja, dann wären die da weitergelaufen, weißt du? Da waren so viele Cools. Nein, nein, nein. Der wäre ja total geblockt, der war ja total geblockt, der kann ja gar nicht so schnell nach hinten. Aber das hätte er wissen sollen, der gute alte Slada. Er sah ein bisschen retarded aus, das gebe ich zu. War auch irgendwie ziemlich doof. Es steht 5-3 für Nirvana China, die noch nicht hier die komplette Dominanz haben, aber... Ja, Weaver 56 Last Hits, 49 aber auch auf dem Slada, also wir können auf jeden Fall überrascht werden, Enigma 64, 1900 Gold, der Dagger wird kommen, Leute, der wird kommen. Leider haben wir keine Zeit, dass wir nur zu denen auch gerne machen. Oh mein Gott, Enigma mit den Nadolin. Ich bin sie gerne Eidolöhne, du auch. Wie nennst du sie? Eidolöhne. Ich finde das voll cool. Ist das richtig? Nein, Eidolons eigentlich. Das ist ja ein eigentliches Wort. Sag's auch nicht. Die Smoke. 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 Die Und Nirvana China ist hier am Drüger. Richtig schön. Am Drüger? D-R-Ü-G-G-A-H. Am Drüger. Oh, jetzt sehen wir, sind die Räder von vorbei. Hi, Jungs, ja. Das ist Nimbus. Alles klar, alles klar. Einfach. Und geht aber auch noch hin. Ich bin Nirvana China. Scheiß auf Nimbus. Jetzt der Nimbus, okay, die Nimbus oder was? Nee. Das, die waren ja natürlich panisch. Ich glaube nicht, dass sie gewusst haben, dass da eine Rune ist. Wollten vom Slada weg. Der Slada ist nämlich mächtig. Fuck up, Alter. Nun gut. Hast du Hack-Art-Style gesagt oder Frag-Art-Style? Was meinst du als erstes? Was war deine erste Option? Hack-Art-Style oder Frag-Art-Style? Ich glaube, das erste macht mehr Sinn, oder? Fuck-Art-Style? Ja? Nein, ich hab Frag-Art-Style gesagt. Ach, das ist auch Slada gesagt? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, Slada ist der beste Spieler, Frag-Art-Style. Entschuldigung, dann habe ich dich wohl leider missverstanden. Ganz ruhig, Meister, ganz ruhig. Meine Zeppe werden momentan demoliert, weil sie als Fächer fungieren, aber es ist mir echt peripher. Dann brauchst du eh nicht mehr, aber es ist egal, 7-4 für die Jungs von Nirvana. Und der Blinkdagger ist hier am Start beim Enigma, der dadurch natürlich in seine Gegner hineinblinken kann, ein wunderbares Black Hole setzen kann und damit hoffentlich den ein oder anderen Helden aus dem Game herausnehmen kann. Das ist auf jeden Fall der Plan, die Blinkdagger noch nicht mehr kannten, endlich auch mal schnell gekauft und nicht Ewigkeiten das Gold gespart. Schon wieder Bottle Refill bei der Portum, hast du das schon bemerkt? Ja. Machst du wieder Bottle Refill? Merke ich die ganze Zeit schon. Im Übrigen, was denkst du, wenn ich diese Papiere bei eBay reinstelle? Kauft der verrückter Chinese für 10 Euro oder so ab? Nein, weil ich meine ganzen Heft reinstelle und er dann denkt, oh geil, der Heft. Scheiße, dann hab ich ein Problem, dann hab ich echt ein Problem. Es steht auch nichts Besonderes drin. Ja. Naja, jedenfalls gehen wir zurück ins Game. Wir haben hier unten Vengeful Spirit zusammen mit der Weaver. Die Weaver hat 3 Gold. Nach 16 Minuten, die geht auf Wood. Die geht gar nicht auf Wood oder so.
Nö, die macht einfach, die nicht braucht, macht sich hier nicht mal irgendwie HP oder so. Sie einfach durchrushen und es scheint ja auch zu funktionieren. Sie scheint nicht die Probleme zu haben. Ist hier noch nicht mal gestorben, noch nicht einmal gestorben, hat 1-0-2 Stat. Wenn er läuft das, warum sollte sie Not bauen? Sie wird nicht gegankt, es scheint alles zu funktionieren, wie sie das will. Straight auf Radiance und Butts in Space, Alter. Slada hat einen Vanguard fertig am Razor, dann ist schon wieder Party. Die machen ja den ganzen Tag Party, das ist ja krass. Die wollen jetzt über Türme so klein. Das ist Razor. Die wollen halt einfach... Ach, Razor, ich kaufe dir nie wieder was. Razor ist nur. Ich wollte dir nur mal sagen... Guck mal, ich denke gerade eine Razor Death, Alter. Du hast halt eine Razor Maus und ein Razor Maus Pad. Ja, aber das Ganze ist ja nicht von mir, das ist von Ralph. Warum hat Ralph eigentlich von Razor eigentlich gesagt? Oh, jetzt sind zwei Leute, aber ein Leute. Nee, ein Beatmaster zugekommen. Sorry, ich hab da irgendwie eine Ulti auf den Beatmaster, dann muss ich relativ noch im Kopf gefangen mit dem Ulti, ich muss den Klopp da raus. Ich werde aber Todesbeat, ich kann so noch rausholen, aber geht auch da weiter down. Enigma im Cold Spiel, das Flash da ist, geht auch noch down. Das war richtig. Und die Winter ist auch noch gefährlich in Angriff genommen worden, Cold Spiel. Ich glaube, mit dem Starter Ulti macht natürlich sehr, sehr viel Schaden. Negative Uhrenbuff drauf, Rockets, alles mögliche. Die Spaß. Den Starter wird mit dem Power Shot gefolgt, aber der Zauberbogen verletzt sich gerade ein bisschen. Und damit verletzt er sich von der Ace-Verpistel und Kill. Ja, geil, Nineski. Nineski. Der Portal darf vielleicht die Weaver. Ich weiß es absolut gar nicht. Weaver ist nicht gestorben. Nicht gestorben? 3,5 Gold. Boah. Wenn man sich die Goldkurve anguckt. Ja, die ging die ganze Zeit hoch, früher die Jungs von der Bahn erzählen, aber jetzt ging sie ein bisschen runter. Das ist natürlich ganz klar wegen dem Fight. Ist aber nur. Nee, der ist nicht mehr differenzierbar. Hat schon. Hat schon. Mehr. Da fliegen die mit diesem Glock und schießt eine Rocket. Und Nineski hat die Karte ein bisschen wieder zurückgefightet, aber trotzdem ist natürlich. Der Weaver Farm wird durch das nicht unbedingt kleiner. Die ist weiterhin mit sehr guten Farmen unterwegs. Dire's structures are fortified. Ah, Nineski 7-8 steht zu Nineski in uns. Dire's bottom tower has fallen. Nun war der China hat besseren Farm. Könnten mal die Tabelle angucken. 0-4 auf der Venture Spirit. So ein bisschen Zoom-Feed. Das mal. 2900 Gold auf der Reaver hatte die wohl nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, hatte sie. Hat die Medic gekauft oder was? Nee, Radiance Recipe hat die schon gekauft. Oder? Ich weiß es nicht. Nee. Sie hat mir bitte nicht einen Hut oder so. Nee, hat sie auch nicht, aber die hatte doch mehr als 3000 für uns, oder? Ich schmeiße gerade meine Flaschen irgendwie durch die Gegend. Lieber. Vielleicht hat er sie vorhin auch gar nicht so viel Gold. Doch, jetzt 3,5. Keiner hat zum Slash, keiner hat. Hatte sie vielleicht noch keine Power Trees, hat sich die fertig gebaut? Haben die jetzt einen Hack und scheren gerade das Gold? Man weiß es nicht. Aber Slada in der Mitte sollte aufpassen, denn der Mann hat China will definitiv gegen Hocken da war. Schöne Rocket! Einmal mal sehr geil gespielt. Glaube ich keine Threats. Ja, habe ich gerade gesagt. Ernsthaft? Habe ich echt gesagt? Ungefähr vor... Tut mir leid, Caster-Kollege, aber ich habe irgendwie der Sauerstoff mit mir weg. In der Halle für ungefähr 12 Stunden. Ja. Ich bin schon seit 9 hier, ne? Halb 8, 9. Schon, ich war um 7:30 hier. Nein, ich war 8:08 hier. 8:08. 12 Stunden. Und mehr. 13 Stunden arbeiten wir. Wir sind richtige Tiere. Yeah. Genau so sieht das aus. Mit einer China Welt ist Nineski immer noch das Game. Lass mal einen kleinen Rap darüber machen, die Bench wohl versucht. Hier ein bisschen Stress zu machen, Peacemaster mit deinem Ex und versucht zu anti-pushen. Genau, das ist das beste Mittel zum anti-pushen. Yeah. Wenn das Peacemaster hat das leider Ulti drauf. Und du weißt, er geht gerade drauf. Er hat den Beastmaster hart meine Schweine gecastet und mein Monitor wackelt. Er ist in Flow ist Grotten und der Beastmaster hatte keine Slada-Ulti drauf. Das macht nichts, nicht nur, dass dein Flow scheiße ist, du lügst auch noch. Slada rennt vor und gibt direkt wieder ein Slada-Ulti. Auf das Schwein, das finde ich auch. Denn du weißt ganz genau, das Team von Nineski ist Multikulti. Yeah. Bitte tu das nie wieder in einem. Du bist nie wieder in einem Kopf. Ich bin über dem Kopf, weil dem Film, wie es regnet. Der wird dich auch nach dem Tag erwarten. Jetzt im Fall kann ich einfach sein, was sagen soll. Ja, dann sagt er einfach, dass sie die Äxte. Woo! Die kriegen das jetzt. Ja. Das sage ich dann. Was hältst du von Sladas Waffe? Diese Art Dreizack, was es aber nicht richtig ist, diese Keule. Diese Keule. Die sorgt auf jeden Fall für eine anständig große Beule.
Scheiße, Alter. Mir ist schon klar, dass die Leute auch sehen werden, was wir hier tun. Nein, ist überhaupt nicht klar. Deshalb, Radiant's bottom tower is under attack. Schick deiner Mutti, die wird sich so schämen für dich. Wem wirst du so schämen? Deiner Mama. Meiner Mama. Und die denkt, oh nein! Ach, deine Mama war Dota-Cast oder was? Meine? Ja. Meine in der Tat, meine war sogar bei Dota League Masters. Ach, du willst mich doch gerade fertig. Ernsthaft? Ja. Als Spieler, Caster, Zuschauer. Zuschauer, okay. Als King Fanboy. Dyer's top tower is under attack. Allgemein im Game, es passiert leider relativ wenig und das heißt, es passiert eigentlich relativ viel. Weil in dem wenig passiert, passiert viel für eine Barnard China, weil Mimeski muss im Midgame gewinnen. Late Game wird das nicht gegen die Weaver. Denke ich einfach mal, weil ich glaube, da werden die Potem gut farmt, aber ich glaube nicht, dass die Potem so krass wird. Weil Potem könnte, da hat sie aber schon Ultimate Orb, weil Potem Ulti könnte mit Slada Ulti die Weaver doch schon relativ krass umhauen. Wenn die nicht Ulti hat oder, weiß ich nicht, Link könnte sich kaufen. Die ist schon klar, dass ich das gerade nicht höre wegen dieses verdammten Razor-Stands. Die hat Relic auch am Start, die Weaver. Ja, die Weaver hat gut gefarmt, auf jeden Fall. Und wir brauchen noch ein bisschen was für das. Machen wir uns nichts vor, das Late-Game von Nivana China sieht ein bisschen gefährlich aus. Ja, ein bisschen gefährlich. Nicht nur ein bisschen, ich meine, der am Start hat er glaube ich auch ein bisschen länger. Diesmal ist eine Pipe schon dabei. Das ist natürlich auch nicht gerade schlecht. Ja, aber Nivana China, die müssen auch hier überhaupt nicht pushen. Die haben auch überhaupt nicht hier das Tor. Die farmen sich einfach dick und fett und Mineski muss was tun. So sieht aus, meine Freunde. Interessante Linie. Wow, Power Shot. Die gammeln da alle im Wald. Reibt hat sich die und das gleich. Ist so ein Weaver Game, ne? Ich kann gleich wieder anfangen zu rappen, ich sag's dir. Nein, du tust es nicht. Bitte verschone uns. Das ist halt einfach Weaver Game. Das Ding ist halt, dass Mineski aus ihrem Lineup jetzt. Die müssen gang. Die müssen einfach hier rausnehmen, sonst wird das nicht. Warum macht der Knöpfe da? Ach, das ist die Potem aus seinem Team. Scheiße. Ja, ich schwöre, du brauchst das zu trinken, mein Freund. Die stand aber so komisch, die Potem, das hat mich verwirrt. Aber das allgemein, trotzdem muss der Knöpfe mal irgendwie mit dem Hookshot einen rausholen, den sie mal irgendwie killen können zwischendurch. Das ändert ja nichts an der Situation. Das ist sehr interessant, finde. Was denn? Double down. Dieses Game. Das ist ein bisschen wie an. Ich weiß nicht, irgendwas ist in diesem Game, was ist passiert. Obwohl es hier 12 zu 8 auf 7 zu 8 ist. Also das Ding ist an Mineski, sie müssen unbedingt was machen und das in den nächsten 10 bis 15 Minuten. Ansonsten, obwohl 15 Minuten. Aber damit noch der Vorteil, damit wir den Tower alleine holen. Und aber der China hat jetzt großartig, oh, der kommt drin, aber der ist gut, hier sind weiterhin, oder der direkt das Timeless und Reaver, Applaus, mein Freund. Sehr hier, das ist Midnight Pulse, macht relativ viel Schaden, aber die Mineski-Jungs sind da relativ verwirrt, ist nicht für die Jungs, so schöne Fischer, was für der hintere Fischer, und der Fischballer, glaubt das mittendrin mit dem Black Hole, die Ding mal versucht, die da abzusperren. Oh, richtig krass, ich glaube, ich schenke auf, wenn wir auf, da gibt's die Schöne, was für ein Checker-Shot, auf bitte eine Fischer und Slada, aber ich glaube, der kommt nicht mehr nach, die Fischer muss auf uns abdecken, weil die hier gar keine AP mehr hat, und die Motorrad rennt weg mit Winterrad, so wild wie Totiere und das Swarm wird weggemacht. Es gibt kein Gold mehr in Notarzt. Das gibt kein Gold mehr in das Swarm gibt kein Gold mehr. Ich hab schon versucht von der Winter auf den Slada, aber das ist mehr oder weniger ein Top auf den Leistenschein. Weaver hat ein Radiant. Das war wieder ein Fight für Mileski Infinity. 5 zu 0 zu 5, Bane zu the Persian und das kann sich sehen lassen. Mileski hat Chancen. Ganz klar. Definitiv. Das krasse war halt diese Fischer hier, ne? Das sind drei Leute, klopft direkt rein, mit der HP plus 0 gut. Weaver hat jetzt auch Junior Radiant sich endlich mal bringen lassen, ist jetzt also mit Radiance unterwegs. Ja. Und wird damit einiges machen, zum Beispiel Leute hauen und Gegner um sich rum schaden. Denn das macht Radiant. Ja. 1800 fällt auf Minigma. Könnt ihr vielleicht gucken, sich irgendwie eine BKB zu holen, oder? Ja, die Weaver. Nö, der Enigma oder eine Pipe, oder was soll der Enigma sonst so machen? Eine Pipe und BKB sind eigentlich total realistisch. Nein, das muss auch nicht. Ich glaube, ich würde eine BKB machen. Pipe könnte dann sowas wie Beastmaster benutzen. Ach, der hat sogar eine Pipe. Schon, ja. Entschuldigung, hab ich vorhin schon gesehen. Das war Brain Deck. Die Goldkurve gucken. Geht ständig einige Knicks, aber immer noch ganz weit oben bei The Radiant.
Aber es knickt immer mal so ein, das sind dann immer die Pikes, wo Mineski gewonnen, so wie gerade eben auch. Da ja. Knickt das immer mal ein bisschen runter. Ja, ja, natürlich. Aber zwischendurch... Die Tower haben die gar nicht, nur Mineski. Ein Tower hat Mineski erst gepusht. Wenig, weil Nevena Chan schon drei Stück weggepusht hat. Also da sind die ganz klar im Nachteil. Shaker auch, hat mit dem Bagger sehr, sehr schwer. Alle Shaker-Spieler haben ein bisschen mit dem Bagger schwer. Der hockt den relativ nice da, guckt, ob da irgendwas kommt. Die Point relativ safe in der Mitte, da haben wir ein paar Severins und Ulti auch mit auf. Man kann es auf jeden Fall vor 30 Minuten schaffen mit deinem Dagger, der Shaker. Und das finde ich jetzt immer ganz in Ordnung. Also dieses Linken Swap der Potem verstehe ich jetzt mal absolut überhaupt nicht. Linken Swap Potem? Das bringt... Das bringt nichts. Also macht kein Damage. Das ist ja wichtiger gewesen. Das ist Monta. Ich meine, sie... Okay, sie wird vielleicht Primal Raw oder so mal blocken, aber... Die Weaver ist noch das einzige Gefährliche. Also wenn der Monta ist, vielleicht besser gewesen. Macht mehr Schaden an der Weaver, irgendwie sowas. Ja, also... Linkens... Nee, muss ich dir zustimmen, mag ich nicht. Auf der Potem finde ich es nicht so gut. So, da gibt's einen 5er Smoke. Das war jetzt die Potem Ulti. Ja, ist auch okay. Potem Ulti gibt es. Sie rennen hier auf die Choke. War total gewollt. Total sinnlos. Absolut, absolut. Wir werden jetzt versuchen, den Mittelhaut zu pushen. Die Jungs hier von Mündeske. 1100 Gold auf der Potem. Also wenn sie ein Linkes haben will, dann ist das nicht mehr lange und sie hat es. Bam, da schießt sie auf den Tower. Zwei Schüsse und das war's. Ja, aber Mineski verteilt sich immer wieder so. Ich meine, Mitte hätten sie doch jetzt echt überprobieren können. Und sie müssen mal langsam was machen. Weil das Late Game können sie nicht gewinnen. Das können sie nicht gewinnen. Windrunner mit, natürlich hier ready mit dem Mechanismus und auch schon mit dem Quarterstaff. Und wir sehen Ogre Club beim Enigma, also wird da auf jeden Fall eine BKB geben. Und die dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen. Na, hat schon 1000 Gold, also wird gar nicht schlecht aus beim Enigma. Man sollte auch relativ viele neue Pins schon haben. 137 Lasted, Weaver 145. Und in der Mitte, schön, das Enigma-Räger. Nice, wunderbarer Gang von Nirvana China. Perfekt, wunderbarer Gang. Einfach Bam auf die Plätze. Da, ein Oder wird outtaked. Tier 2 Tower gegen Tier 1 Tower. Sehr schön. Mach gut Schaden, guck mal. Die Bench, Alter, das ist richtig. Ich könnte verreckt. Ich glaube, das macht nicht genug Schaden, oder? Ist das nächste Level? Nee, aber das war echt, das ist verdammt knapp aus. Da kommt ein Finger rein, der Winter auch relativ los. Und damit kann ich nur use, das Skala von hinten. Knochen ist aus und vielleicht ein schöner Hookshot. Und damit gleich geht es rein. Ich sehe keinen Hookshot. Wo ist der Hookshot? Da keinen Bock drauf gehabt, oder? Das hätten sie locker machen können. Wenn er reingegangen wäre, gleich Hookshot mit Flader hätten sie mindestens einen rausnehmen können. Sehr schade, sehr, sehr nice schade. Nice try, dein Lieblingsteam ist nicht so super. Das ist ein anderes Lieblingsteam. Navi, okay. Okay, ab sofort, Mineski, nicht mehr mein Lieblingsteam. Trollen und Revenant. Das ist mein Lieblingsteam. Ja, definitiv. Kenn ich natürlich, ist wahrscheinlich sehr bekannt. Trollen und Revenant ist auf jeden Fall eines der besten Teams, die ich je gesehen habe. Ich auch. Ich kenne Rauch- und Stacher-Team war auch nicht so schlecht, oder? Und du hast auch mal für Dingens gespielt. VA, ne? Wir haben Division 1 gespielt, ich war Manager, hab den gut organisiert. Ich hatte Online-Kingdom für die als Sponsor. Und sie wollten nicht. Warum wollten sie das nicht? Oh, die haben was anderes. Und da wurden sie von den Fremden verarscht und einen gezogen, dass Brudermann sie auflöst. Und der Manager ist ein Go! Auf dem Kopf aus Stadion, der ist verreckt! Yay! Oh, schon wieder ein Outtake. Das macht mir das Geld nicht gut. Die lassen sich gerade outtaken. Das hatten den Vorteil mit einer weniger Hand. Ja, schade. Sie haben das eigentlich nicht gemacht. Die Clashes hatten sie auch gewonnen. Und jetzt zweimal so blöd, die sie haben rausnehmen lassen, ist einfach echt scheiße. Weil im letzten Mal waren natürlich den Vorteil hatten, sie haben natürlich jetzt die Weaver mit dem Farm. Die Weaver hat sich jetzt auch das Rangard schon fertig geholt. Holt sich jetzt einen Clock, wird jetzt wahrscheinlich noch auf die Rund gehen. Was ist übel? Enigma hat sich auch schon hier seinen Mithril-Hammer geholt. Ogre Club auch am Start. BKB ist nicht mehr in allzu weiter Ferne, wie viel Gold hat der. Ja, glaub schon. 800 Gold braucht er noch. Sieht also ziemlich gut aus bei den guten Atzen da. 30 Minuten Digger Shaker, das ist eigentlich schon relativ schnell. Also ich finde immer, ich sag mir immer so, wenn Shaker bei ungefähr 30 Minuten sein Digger hat, ist das eigentlich echt in Ordnung. Das ist voll in Ordnung, kann man nicht in diesem Turnier. Ja, weil die Shakers hier halt echt ein bisschen hinten dran hängen. Das ist eigenartig, der Shaker wird gar nicht gerade anders gespielt. Er fahrt einfach nur weniger in Rotaxei, ich weiß auch nicht. Die anderen Spieler haben es auch immer hinbekommen, zu den Shaker, der ganz war. Auch wenn sie wrong gehen. Ich bin an der Bord, ich übrigens einen Forstaff.
Ja, ich würde gerne mal Papi mit dem Shaker sehen. In Dota 2. Ja, ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen. Nee, glaube ich auch nicht, aber würde ich gerne. Weil Navi einfach... Weil ich erinnere mich an gute Zeiten, wo Papi einfach die perversesten Shaker gespielt hat überhaupt. Weil da sehr geile Spiele. Die perversesten Shaker überhaupt spielt die... Veronica. Ja? Veronica von B, World Elite, Chinesisch. Okay. Du musst mal ein bisschen die chinesische Szene verfolgen. Das ist echt, das lohnt sich echt. Also die Typen sind echt krass. Aber in Dota 2 jetzt erstmal Sende. Nun gut, was gibt's jetzt für Goals? Nirvana MSI, Yao, mit dem diesmal schon ein schönes Netz. Ja. Oh, Shaker Jump, Red of Cards. Oh, fuck. Bam in der Gesicht. Und sowas ist schön, das hat macht mir das eigentlich ganz gut. Das hat jetzt schon ein paar Mal gut geklappt, dass sie dann reingehen. Jetzt Mitte Tower gepusht, gar nicht mal schlecht. Aber das Game, desto länger das ist, desto schwieriger wird es für sie. Also sie haben auch die Weaver rausgenommen, sehr geil. Also gar nicht mal blöd, obwohl die Zeit spielt definitiv gegen Mineski. Das ist gar nicht mal so krass, ich weiß gar nicht. Wenn die Weaver weiterhin so aussehen können, könnte da auch besser mehr gehen. Du bist aus dem Vater vielleicht was machen. Du bist vielleicht irgendwie Roscher machen oder irgendwas. Aber doch nicht. Das ist ein sehr lustig. Ich hoffe mal, dass sie es nicht gleich wieder blöd irgendwie rausnehmen lassen. Das kann Mineski ganz gut, ich hoffe es auch nicht. Ach was, da geht doch was, da geht auf jeden Fall noch einiges, denke ich mal. 172 lastet bei der Weaver. 1-1 Set, aber du hast ja noch nicht viele Kills. Goldmäßig, 500 Gold ist auch nicht so viel, hat sich natürlich aber auch gerade erst ihre Ranger zu Ende gebaut. Wie sieht es denn bei Enigma aus? Beastmaster übrigens 3000 Gold, sehe ich hier gerade. Ist ja auf jeden Fall ein ziemlich deftiger Farm, den er da am Start hat. Könnte auf den Hot gehen, könnte nicht auf den Hot gehen, hat er schon seinen Vitality Booster. Wird, denke ich mal, ein Hot sein. Die Potem hat den zweiten Ultimate Orb, wird sich jetzt, denke ich mal, ihr Manta-Style kaufen, was meiner Meinung nach zu spät ist. Und ich denke mal, da bist du auch meiner Meinung, Herr Burak. Ja, ich bin total deiner Meinung. Slada 1300 Gold, auch ein Ogre Club am Start, ist aber farmmäßig eigentlich gar nicht, na doch, hat einen Decker, der Slada. Und geht jetzt auf BKB, vermute ich. Ja, nur grad. Bisschen geflasht mit den ganzen Lichtern. Und Mineski hält die aber, finde ich, ziemlich gut. Hatte ich nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, die würden ziemlich krass ins Gesicht kriegen, aber machen das bisher eigentlich ganz ordentlich. Absolut. Wir wollen jetzt unten auf jeden Fall nochmal einen Gang ansetzen mit Clockwork da. Vielleicht ein geiler Hitshot. Das ist auch nicht schon rein, ne? Und da unten... Wollen sie auf jeden Fall auf den Tower gehen? Den Tower wollen sie pushen? Ich hab mich selber gefragt. Slada hat auf den Tower drauf. Ich glaube, Slada ist so ein bisschen beschützt, oder? Das ist echt scheiße. Slada fängt nicht tief gefragt dahin. Boah, gut gefahren. Gut gefahren. Hat sein Dagger natürlich dabei und kann reindeckern und dann richtig geilen, hoffentlich sehr schönen Stun setzen. Black King mal liegt in der Base. Wem auch immer das gehört. Das gehört definitiv zum Slada. Hat aber noch nicht mal die Muskelhammer, ne? Wenn ich das richtig sehe. Die Muskelhammer noch nicht, aber... Weißt du, was ich meine? Irgendwann mit Dagger BKB am Start, also auch ganz, ganz wichtige Items. Beastmaster Pipe und Messerschmitz, Benchmuskel und Wards, Boots, Magicorns, Dorswerf, Magicorns, den kann sie... Erkennen Boots, Quartz, auch der Grundkanal. Auch die Liga, ich vergesse. Die Liga hat natürlich ganz wichtige Items. Die hat nämlich ein Steak Trap sich schon länger. Alten Hart übrigens ein Hard of Terrasse auch so ein Beastmaster. Oh, das hat aber irgendwie so ein Dungeon gemacht. Der hat eine Menge Bösen und alles und ein bisschen noch mit dem Wort da ohne Bösen. Die User muss aufpassen, aber kriegt auch wieder irgendwie raus, weil dieser Bösen noch wieder bei dem Knopf geht. Ein Stück ist bleibt wohl gerade von irgendwie mal alles angezogen. Die User war drückig, aber das Lader ist noch relativ dick. Geht jetzt gerade gut, weil jetzt hat er mit dem Hut gezogen. Das Lader wollte weggehen, aber ist auch gestorben. Glaubt man, damit ist er mit der Tunesort. Wieder schön kommt den Backup zu spielen. Die Sportung ist da relativ krass und Sicherheit. Der Powershot hat sich relativ gut getroffen. Und die Sieger nimmt schon gut hier im letzten Finale auf den Clockwork Goblin. Schon wieder ein Fight mit dem anderen China. Und was für ein Schwerchen. Das ist schon mehr oder weniger die Vorentscheidung. Meinst du? Weil, ja, ich meine es echt, weil... Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Black Hole. Ja. Vier Helden oder so erwischt. Die auch alle verreckt sind. Weil ich glaube, das ist nicht so, weil Nirvana China wird jetzt Rosh, wird jetzt den Tower machen und dann können sie vielleicht noch Roshan machen. Potem pusht die Dings Mitte von Mineski krasser Sport. Ja, Potem macht das auch ganz Radiance gut. Das wird einfach auch eine... Nein, verteidigen kann sie eh nicht. Und da denke ich mal, die richtigen Verteidigung dann vielleicht einfach noch gucken, dass man den Tower kriegt. Wird aber auch nicht schaffen. Gibt ein TP vom Enigma. Aber dieser Fight war echt eindrucksvoll, mal ein Kräftebeweis von der Weaver, von Enigma mit dem Black Hole und so weiter. Boah, deswegen an dieser Stelle
Wir waren anscheinend echt auf dem guten Weg, dass sie nach Hause kommen. Wie gesagt, kriegt da einiges ab hier vom der Generation Ulti, aber wird das auf jeden Fall überleben. Ich dachte gerade nicht, da wollte ich noch auf die Potten gehen, aber die ist eindeutig zu schnell. Hat sich jetzt auch noch eine Haste-Rune gekrapscht. Nicht mal mit PKB am Start. Der erste. Ah. Oh. Ganz normale Wörter, die ich hier benutze. Dagger jetzt auf dem Shaker, ach, hat er schon länger, ne? Ich glaube, er hat ein bisschen Eisenstoff gewechselt, deshalb war ich gerade verwirrt. Tut mir leid. Miranda Level 17, wie sieht das goldmäßig aus? Nicht viel Gold am Start bei der Potte, nur 500 Gold, 1200 Gold, damit dann 3200 bei der Viva schon wieder. Die Viva 3200 Gold ist definitiv zu viel. Könnte sich also jetzt auch nur einen Reva kaufen und somit dann auf den Hard of the Ras gehen. Ist die Frage, ob sie das tut oder ob sie sich erst vielleicht, ob sie noch eine Hütte vorher fertig baut, ist die Frage. Trucks bei ihm, das ist ein mächtiger Mann. Den liegt, ne? Jupp. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Typ. Warum sind eigentlich alle Games so richtig auf richtig für die Tanks ausgelegt? Immer nur hart. Ja, das haben wir vorhin auch schon in einem Eingame, hatten wir fünfmal das hart. Ja. Das ist halt echt heftig, wann ist man das in Dota 1 zu machen? Mann, das Teil ist endlich auf der Potte. Im Sound bilden jetzt ja noch länger in der Dota 2, kann das sein? Ist das ein bisschen... Stimmt das schon, ey. Das ist 5 Minuten. Das ist 30 und 60 Minuten. Und 90. Ja, das sind aber Ausnahmen. Das gibt's in Dota 1 auch. Klar, aber nicht so. Das ist ja ganz... auch erst zweimal jetzt. Weißt du, woran das liegt? Es liegt daran, dass Chinesen auf der LAN einfach abgehen und beide perfekt spielen. Deswegen, ja. Aber wenn Mui dabei ist, dann dauert das dann nicht. Ja, aber damit ohne. Ja, wer es dann nimmt, sind sich noch nicht so ganz einig. Der Beastmaster ist der Auserwählte. Und die rennen irgendwie gerade ein bisschen aneinander vorbei, die beiden Teams. Nirvana Shiner geht oben in den Wald ein bisschen. Scheiße, da bin ich. Wobei, so gut ist der Fall von der Weaver auch gar nicht, ne? Was hat sie denn an Last Hit? Weaver. 224 Last Hit, 3:1. Also so, es ist auf jeden Fall nicht extrem, es ist aber okay. Ja, okay, normal, aber viel. Hat ihr denn ordentlich viele Kills? Nee. 3:1. 3:1. Radiant structures are fortified. Aber nur auf den einen kleinen Held, auf den Self-Separation Teil. Was soll das? Ich weiß nicht genau. Ich da hinten mal gar nicht. Weiß nicht, was das soll. Die nicht mal, aber mit einem Problem wird das vielleicht nochmal feine Stände. Wenn auch dann rüber runter, dann ein bisschen ausmacht, der gute Hand, der Beastmaster ist doch relativ low. Ist interessant. Hört doch mal seine Äxte. Hört das vielleicht fallen, ist dann auch relativ low. Kommt aber weg. Entschuldigung, kommt hinterher und auf den Staub. Was ist das? 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 Wird aber weggefangen hier. Und nochmal Stress hier von Silver Windrunner gegen den Endsteppers, der auch gestorben ist. Block mit Kanda nochmal rausgepehen. Und die Potte wird fallen. Ist im Tournament down. 1-5-4 Nirvana in der National China, meine ich natürlich. Das internationale China, wer kennt es nicht? Dass das Arsch überlebt hat, Alter. War gar kein Problem. Der Star, wo ich dachte eigentlich, dass er es gewesen mit ihm. Naja, der hat seinen Beaver. Das war der Beastmaster. Hab ich gerade Beastmaster aus dem anderen gesagt? Gott, ich bin schon total verwirrt hier. Von dieser ganzen Dota Action. 2800 Gold bei der Windrunner am Stadissel. Miranda endlich mit dem Mantas-Teil. Hat sie aber auch schon länger gehabt. Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Hard of Terras beim Beastmaster. Bei der Weaver wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Oder wie das nicht aus 1921. Da wird das also auch nicht mehr ganz so lange dauern. Sollte bald gefinished sein. Sonst großartige neue Items zurzeit noch nicht zu sehen. Aber der Clash war auf jeden Fall nicht gut. Und Ventral Spirit hat ein Gem im Stash. Natürlich gegen die Potem Ulti, ein sehr effektives Item, denn es macht die Potem Ulti quasi weg, weil man die Leute sehen kann. Und der Beastmaster nimmt sich den Gem, den die Venge gekauft hat. Ist ganz logisch, weil die Venge einfach viel zu schnell verrecken würde. Da bringt der Gem einfach gar nichts. Ja, Mineski, das sieht einfach alles nicht so wirklich pralle aus. Slada braucht seine BKB im Prinzip langsam mal. Gerade eben ist er halt sehr schnell rausgenommen worden.
Savannah-Chan hat auf jeden Fall zur Zeit den Vorteil. Das ist ganz klar. Gesmoked sind die einfach mal alle. Oh, Slada. Oh. Der wird auf jeden Fall gesehen. Ah, nee. Oh, gut. Oder was? Oder was? Ja. Ich glaub nicht. Der ist nicht schnell. Sehr nice. Das wäre ziemlich bitter gewesen, wenn er sich auch taken hätte. Ja, wäre auf jeden Fall sehr scheiße gewesen, gerade weil er ein wichtiger Held ist für das Team von Mineski. Und der Engineer ist noch da war interessiert ihn nicht wirklich. Hat, glaube ich, ihr Hotpass fertig, hat auf jeden Fall gerade Items gekauft. Ja, Hot ist fertig, aber trotzdem, die Weaver pumpt irgendwie nicht so gut wie die Chinesen, die wir schon gesehen haben, aka Xiaowacht. Oder E-Home. Ah, Iho macht doch nie eine Weaver. Ich wollte ja doch sagen. Sagen wir Suspekt. Weil die Weaver kommt erst nicht gut. Also. Ich weiß gar nicht, warum das liegt. Vielleicht kamen ihre Teammates zu viel weg oder die rennen zu viel rum. Die Ansagen sind schlecht, kann auch sein. Oder die Blasen sind nicht gut. Das ist auch, das ist überhaupt nicht witzig, das ist ernst gemeint. Ich weiß es nicht, mal gucken. Oder Shaker oben in der eleganten Pilze. Ah, aber nicht wieder der größte Radius. Nee. Ah, und der Wanderscheiner scheint das jetzt langsam ein bisschen zu wollen. Gehen hier auf durch, schauen jetzt auf den Tower hier oben. Kriegt nochmal eine Rocket, macht nicht mehr so viel Damage. Wird hier nochmal verteidigt, der Tower mit der Rune. Ja, sehr schön. Tower ist down, aber sie ziehen immer gleich wieder zurück. Ach, und zwar Poppen am Pushen am Ende, ja, wir haben mitgekriegt. Wird einige Kratzer am Tower verursachen. Ja, nicht nur, und da keine, da ist auch sogar ein Kratzer drin, so klar fährt der Tower nämlich gar nicht mehr. Und Poppen rennt da in den Sturm. 200 oder so. 200. Regeneration. Was los? Regeneration am Start. 17 zu 14 für Nevada China und das Game ist relativ träge. Oh, da kann ich Mensch auf den Wiesmann schauen und die Mensch aufhört sich bald hier. Angel Bridge wird hier auch sterben. Bitte, der ist da. Der ist noch nicht geschaut und dann ist es perfekt. I'm stricken. Lala kriegt da auch den Kill. Einfach nochmal mit seiner Keule da drauf gehämmert auf das arme kleine Ding. So, die Wind von der Rennkarte im Balkon. Was hat die denn für Items? Forst auf den EK und Ultra. Okay, das ist wahrscheinlich für Nix und KS. KS war mal bei. Ja. Ja, zum großen Team KS mit Python. Ich dachte, KS ist ein Team. Nee, ja, Kings ist auch ein Team, aber KS mit so diesen 5 Essen, der hier die Wind von der spielt. Weiß ich nicht, wo der war. Bei DK. Ach so. Mit Burning und so. Zuerst mal. Sieht ja stark nach einem Clash bei Roshan aus. Wenn Mineski sich traut. Was ist das denn? Oh, interessante Malerei. Ancient Spots sind natürlich Ancient Runes, doch klar. Da müssen wir es gut einfallen lassen. Und ja. Jetzt wollen beide sich ein bisschen Roshan haben. Ne? Ich meine, nur weil der Trainer weiß, dass die Gegner Slada haben. Ja? Und der stellt halt eine Gefahr für Roshan da, weil er ja minus 18 Armor macht. Und Roshan ist halt mit minus Armor ziemlich hart gemacht. Ja, gerade mit der von, mit der extrem minus Armor von Slada, der aber noch nicht Level 16 ist, wie ich gerade sehe. Oh, das ist richtig. Also braucht er unbedingt, dann sind es einen Chatter, aber. Ja, sollte auch sein, weil Farm ist gerade am stagnieren, also irgendwie. Aber hat deine BKB, ne? Das ist schon mal relativ dick. Das sind relativ dicke Items. Also wenn man sich die mal anguckt, dann macht das bei Lincoln und ein Hellstrom sich jetzt gekauft mittlerweile. Hellstrom finde ich cool. Ich finde das erste Mal jetzt auch freundlicher. Oh, da gibt's jetzt noch was noch weg. Da gibt's Smoke Action. Und jetzt, ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn jetzt einfach 5 Random Guys mit auf Windows aufnehmen. Da ist er falsch gemusert, diesmal. Ja, der rennt aber rein und hat er seine BKB.
Stirbt er noch? Und jetzt könnten sie gleich beide reinpushen, ist nur die Vengeful Spirit down, aber es sieht nicht aus, als wenn sie das wollen, Jungs von der Warnerscheiner. So ein bisschen mittel sind sie, da gehen auch welche, die wollen roschen. Wir wollen also Roshan hier eliminieren. Oh, das schaffen sie auch. Und das ist schon mehr oder weniger die Power-Challenge, das ganze Mal oder so. Die Power-Challenge finde ich jetzt nicht so die richtige Ort. Ich mag das einfach. Dafür ist sie ein bisschen zu unstandhaft. Also sie muss ihre Position aufwechseln, das ist das Problem. Deswegen kann sie nicht die ganze Zeit auto-tabläsig. Wow. Ich glaube, der Schaden macht nicht, weil die alle irgendwie hot haben. Aber irgendwie, da kommt auch ein Potty Arrow. Der hat zwei hot das war Suicide. Oder? Kommt da was? Nein, ich die Kasse da und Potty für die wird das auch richtig gut mit Peter, aber seine Nummer stammt von mir nicht, Alter. Ich kann gar nicht mehr Bock auf die. Scheiß auf die. Da liegt ein Gem, ne? Von Shaker, glaube ich. Warte. Ich glaube, das war der vom Beastmaster. Roshan has fallen to the Radiant. So, das war ein 2-1 Tausch und Roshan und Bellen. Das ist vergessen zu daggern. Ich glaube nicht, dass das vergessen hat, nur dass der Knopf irgendwie funktioniert hätte. Das hast du vergessen. Weißt du, einmal Kebab mit dem Shaker, macht Ulti und taggert beide. Scheiße. Also, was passiert? Das ist uns allen schon passiert. Das macht total lustig. So, während gerade nichts passiert, bein dich mal auf die Illiga. Ja, Shaker ist jetzt auch wieder am Leben. Beastmaster sollte auch gleich wieder da sein. Geldmäßig sieht das zurzeit wie folgt aus. Nicht mal 3.400 Gold, 3.300 auch auf der Weaver. Und 3.000 Gold auch hier auf der Bildrunner. Ja, und Miranda läuft mit 1.800 rum. Also, goldmäßig gar nicht mal so schlecht. Genau, das wollte ich gleich auch noch sagen, ja. Echt, das habe ich auch gemerkt, als du das gesagt hast. Echt, ich bin Sherlock Holmes, Kumpel. Leg dich nicht mit mir an. Okay, was passiert jetzt? Roshan wurde genommen von der Warnerscheiner und sie haben den Rücker. Sie haben den Vorteil, das wollte ich sagen. Ich denke mal, wenn die Nikma gut reinkommt, Black Hole ist noch nicht am Start, aber Cooldown sollte nicht allzu lange dauern. Du kannst das ja mal, wir sehen das gerade bei dir, 30 Sekunden. Gem wird hier noch übergeben wieder an den Beastmaster, der eindeutig der beste Tank ist. Wir haben offiziell Feierabend gespart. Hat Playmail auch am Start? Ach, Feierabend gibt's nicht. So. Ey, Feierabend gibt's nicht. So, Gamescom 2011. Mit The International, dem wohl größten und krassesten E-Sport-Turnier überhaupt. Mit 1 Million Preisgeld. 1 Million Dollar. Für den ersten! Aber natürlich den zweiten, die dritte und der vierte und der fünfte und der sechste und der achte und der siebte und der Gott weiß ich, was Platz kriegen ja auch noch ein bisschen Preisgeld. Deswegen kommt es insgesamt auf 1,6 Millionen Dollar, die allein an Preisgeld gehen. 1,6 Millionen Dollar. Dass wir 1 Million Dollar ausgegeben haben für den Stand an sich. Und bestimmt noch 1 Million Dollar für diese ganzen T-Shirts. 1 Million Dollar für den Restaurantbesuch. 1 Million Dollar einfach so. Verschenkt an Arme. Eine Million Dollar einfach mal weggeschmissen. Ja, ja, genau. 1 Million Dollar für ein Lagerfeuer, wo Gabe Newell am Feuer ein kleines Liedchen spielt an der Gitarre. Das sind relativ viele Millionen Dollar, aber für Ralph ist es glaube ich wie ein Cent. Für Ralph ist es egal. Also wenn wir einen Cent ausgeben, ist es mehr, wer auf 1 Million Dollar ausgeht. Ja, ich glaube, das ist ein treffender Vergleich. Ein sehr, sehr guter Vergleich. Aber LOL wollte er nachziehen. LOL hat ja auch so 5 Millionen Dollar. Das ist ein Schwachsinn, weil das kein, nicht ein Turnier ist. Das sind Turniere, die über, glaube ich, anderthalb Jahre verteilt sind. Deshalb ist das totaler Schwachsinn. Hier, bam. Bad. Trifft Tarot die Weaver. Die interessiert sich scheiß weg dafür, weil die heute ist ja am Start. Die wird natürlich jetzt aber erstmal disabled, bis der Scheiß weg ist. Und dann wird sie sich hoch. Regen, ich will gleich mal sehen, wie hoch die Regeneration ist. Bleibt mal auf der Weaver. Und bam, plus 66. Plus 66. Obwohl wir vorhin auf dem Doom einmal plus 115 hatten, ne? Ja, ich erinnere mich, aber das war glaube ich auch mit Einfluss von irgendwelchen anderen Auren und halt noch mit Headless und Stelle Helm oder was. So. Ich finde das echt relativ gut, wie wir das gelöst haben, diesen plus 3,2 oder wie das auch ist. Da kann man echt mal sehen, wenn man zum Beispiel mit Chen mal einen Hellcaller benutzt, wie eigentlich der Hellcaller für die Regeneration das wird halt. Ja. Das ist alles ein bisschen noobfreundlicher geworden. Ich habe Angst, dass Dota 2 zu viel für Einsteiger macht, also diese ganzen Zahlen. Das ist doch schön und gut, aber
Irgendwann ist auch genug. Ja, die sollen das so lassen, so wie es ist, das ist perfekt. Aber wenn ich noch anstelle, wenn Shaker den Fischer casten will, dann sieht man, irgendwie im Aul, der casten oder irgendwie sowas, das wäre ein bisschen zu. Nee, das wäre auch, wäre voll gecheating, ey. Wie diese eine Dota-Map da, wo man die Tower-Range und alles sehen kann. Ah, ich weiß, was du meinst. Wo auch irgendwie von den Bäumen überhaupt keine Blätter mehr sind, sondern nur der Stamm in der Mitte. War das nicht cool? Was? Kann man das nicht bei Huhn auch noch sehen? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, beide Teams gehen ein bisschen herum. Ich frage mich, warum die Badeschale da jetzt nicht großartig was also macht, weil die haben ja noch einiges. Nee, das Ding ist im Prinzip, ist klar, die Zeit steht auf ihrer Seite, aber sie haben hier ganz klar die Überhand und können es ganz einfach finishen mit einem Push. Aber vielleicht gehen sie jetzt, es sieht halt so aus, als wenn sie durch die Mitte gehen und vor allem, sie haben halt locker die Möglichkeit, das zu machen. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt so lange damit gewartet haben. Ja, ich auch Song nicht. Auch ready auf der Reaver. Ich meine, sie haben jetzt seit 4 Minuten Rush, Aegis, Hot, alle ihre Core-Items und sie haben trotzdem nicht gepusht. Jetzt wird nicht durchgeschwenkt, ich frage mich auch warum. Nun gut, aber der Minesky wird oben erstmal anpushen, bevor sie da in die Mitte deffen, weil, wenn sie mich oben anpushen und erfolgreich lange in der Mitte deffen, dann könnte es sein, dass die obere Wave von Minesky relativ weit in die Base reinrückt und der Mann China retreaten muss. Aber in diesem Fall sieht es ein bisschen anders aus. Slala und Problem sind immer noch am Start. Oh, der Rage wird sich nicht direkt reinstecken, dann bleibt in der Fischer auftrumpfen. Ich dachte schon mal mit Digger. Er hätte alles fahren zu wenig Leute. Guck mal, sind nicht alle da. Minesky ist drin ohne Ende und der Mann China, das ist ein taktischer Fehler, weil die verlieren hier den Tower und die müssen hier weg. Wenn sie dann Rex kriegen, das wäre richtig dick hier. Wir waren anscheinend mit dem taktischen Fehler. Oh, wie nice, Minesky, das macht. Die Rex kriegen sie. Vielleicht mit dem Black Hole. Da kommt es, das muss er auch machen. Aber vielleicht, ja, das wird mit der Rex ganz, ganz eng. Sie wollen sie auf jeden Fall hauen, also aber auf die Rex kriegen sie. Sehr genau gemacht von Minesky. Perfekt eingesetzt hier. Aber hier kommt zu einem Clash, kleinen Ghost. Shaker mit dem Dagger, Elche versucht einen Versuch auf die Winter oder Udi Fischer doch wieder. Sehr nice, die holen sich jetzt noch die ab hier und will weglaufen. Ja, von vorne kommt der Schlader und fängt sie einfach ab in die Felsen. Von hinten nochmal hier der Schiebiswasser drauf. Kommt er nochmal in den Kill rein und jetzt kommt nochmal hier. Der war da schon, dass wir müssen zusehen, dass sie vielleicht einfach nochmal ein paar Kills kriegen und mal reinpushen. Ja, den Nietzsche ist natürlich ohne Ulti da. Geht ja auf Engine, der bewusst, der versucht zu porten. Wird das wahrscheinlich sogar schaffen, ist da rausgekommen. Schabernack. Da. Ey, und Shaker kommt auch noch weg. Sehr nice gemacht, ja. Wollen sie noch chasen. Sehr nice von Minesky. Komm da weg. Und Minesky. Das war einfach wunderbar. Unten da unten den Tower, oben den Tower pushen. Und dann die im Weglaufen, der Windrunner und Ventures Bilden noch beide mit abgegriffen. Die Rex bekommen, ganz und die Rex bekommen. Unglaublich gut. Sehr, sehr nice gemacht von Minesky. Das war ein großer, großer taktischer Fehler von dem anderen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal gedacht hätte, dass ich das mal mit ich glaube, ich würde vermuten, sie haben es echt nicht mitgekriegt. Oder meinst du, wenn sie das gesehen hätten, wären sie doch nicht weitergegangen, oder was meinst du? Das ist wirklich so blöd. Vielleicht hatten sie vorher Mitte zu pushen und hatten dann das Gefühl, dass die wegporten, aber sind sie in die Mitte nicht vernünftig reingekommen und dadurch konnten sie dann nicht rechtzeitig aufsteigen. Das war das Szenario, aber ich glaube, sie wussten schon, dass da irgendwas abgeht auf jeden Fall. Die wurden ja relativ früh geportet. Das Einzige, was ich mich frage, ist, dass die anderen nicht so viel geportet sind. Da waren relativ viele, die sind einfach über den Weaver. Verständlich KTP, das war auch wieder. Ja, Weaver zum Beispiel, KTP. Das wäre ziemlich bitter. Weaver, also jetzt aber mit Weaver sollte ich den Knopf mal verkaufen und irgendwas. Ja, ja, Port, genau, ganz wichtig. Haben sie gerade eben nicht. Nee. Ich habe gerade erkannt, Cloak ist unwichtig. PP ist Gewinn Games, mein Leben. Aber also auf jeden Fall jetzt ein kleiner Vorteil für Minesky, zumindest von den Towern her. Vom Farm her sieht es natürlich immer noch nicht ganz gut aus. Auf dem Gold. Radium ist ganz weit oben. Aber was mich sehr interessieren würde, bitte, lieber Gott. Alles disconnect. Zack. Einmal durch die Bank, einmal durchklicken. Nix, nix. Player Excitement Grabs. Leider, ich hätte euch leer in Zeichnung. Die Maxe wird alle langsam leer und die Tobakers ist halt auf dem Match. Aber momentan geht's noch richtig weiter hier mit OK von der China gegen Minesky Infinity. Und beide Teams scheinen noch nicht aufgegeben zu haben. Ich muss sagen, Minesky überrascht mich aber. Also die schlagen sich gerade eben auch, dass sie da unten geblieben sind mit Portem und so. Sehr, sehr nice einfach. Einfach wunderbar die Chance genutzt. Dafür, dass sie in ihrer Gruppe 0-3 gesmashed wurden, ja, haben sie auf jeden Fall ist das sehr überraschend. Die schon relativ okay. Wobei man natürlich auch wirklich sehr, sehr viele Fehler aufweist, wenn sie das leider mal sagen. Ja, aber Minesky nutzt diese Fehler halt auch. Ja, ja, klar. Das ist zu ihrem Vorteil. Besonders den hier. Ja. Das war halt aber auch ein Riesenfehler davon, dass sie jetzt keine TPs hatten, ganz bitter. Guck mal, Beastmaster hat jetzt ein TP dabei, ich hab's gerade gar nicht gesehen. Windrun hat auf jeden Fall ein TP dabei. Beastmaster hat ein TP, Windrun hat ein TP, der TP, der TP, ja, der war der TP. Das hat Leckers versucht. Sollte wieder noch ein Leckers versucht, da hat Leckers schon ready. Da hat Leckers direkt hier. Auf
sehr, sehr viele Leute, die alle gespielt haben. Da kommt der Mitte, der alle durch die Fahrt. Die Star, da muss ich hingehen, dass er nur die Dürfte kommen, die geht richtig rein. Das ist wirklich der Extra-Shake, kommen wahrscheinlich nicht, aber das Radius ist einfach viel zu stark. Und es geht noch weiter hier auf die Winter, aber wenn ich stimme, die Winter, da geht gerade auch auf. Und gleich, da, sie sind alle relativ low, aber Mineski könnte es versuchen, vielleicht ein bisschen weiter nach Hause ziehen, sich zu, nee. Ey, Fight, das war ein krasses Black Hole, trotzdem konnte Mineski irgendwie das noch bilden. Ja, Portem ist natürlich doch schon relativ dick mit Mjolnir und so weiter, ne? Das Problem ist, die Portem macht sogar viel mehr Schaden als die Weaver, meine ich. Die Wiener hat echt nicht gut gefahren. Die wollen ja Butterfly Manta killen. Sehr krass. Wenn jetzt noch ein MKB kommt oder und so. Die hat auch schon wieder 3000 Gold am Start. Oh, also Skadi. Und der Skadi. Skadi hat das selbst erstens gebaut, ne? Vielleicht gar nicht ganz so scheiße. Hier, Portem auch. Gut, Harry. Was wolltest du als erstes gekauft? Der hat Skadi als, nicht Skadi, was rede ich? Lincoln als erstes gekauft. Ja, Lincoln, ich glaube nicht, dass das so bewährt hat. Natürlich kann man das kaufen, aber dann gibt es anscheinend immer eine AP-Regel. Radiant's Middle Tower ist unter Attack. Die rastet halt echt schon so ein bisschen aus. Und man muss deshalb natürlich nicht vergessen, dass die Top-Lane natürlich schon gepusht ist da. Beine waren halt China und das ist natürlich immer so ein hinkendes Bein, das man hat. So als wenn beim Auto, da einfach mal ein Reifen fehlt. Fährt sich nicht gut mit. Absolut. Aber man kommt trotzdem noch voran. Wenn das zweite, der zweite Reifen dann weg ist, dann ist schon scheiße. Absolut. Und beim dritten wird es fahren eigentlich immer. Da liegt ein Jam, aber die Scherzen sind schon rum. Das ist 700 Gold, das ist wert, eine Million Dollar. Das macht man. Oh. Da fliegt der Arrow! Oh, ich hätte gerade gefeiert, wenn ich irgendwie hätte gerade gefeiert, was auch immer. Aber die Maske ist gerade richtig heiß noch, dieses Game. Und das Game, muss ich einfach sagen, ist gerade spannend. Also und vor allem ist es auch echt schwierig zu sagen, es gibt kein... Zurzeit ist es ausgeglichen. Also, ja. Vielleicht ist es fast... Ich denke, ein Vorteil Mineski jetzt zuzuschreiben wegen der Top-Rack. Ja, das kann man schon sagen. Und auch, ich denke aber, die letzten Fights auch alle gewinnen. Radiant Structure ist auf Vorteil. Vielleicht ein bisschen früher used, da war noch gar nicht richtig angegriffen. Ja, natürlich mit diesem riesigen taktischen Fehler. Radiant's Bottom Tower ist unter Attack. Radiant's Bottom Tower has fallen. Und die Rex wird... Alter, geht das schnell! Aber hier Swarm auf die Bottom, die auch rotten Sonne abkriegt! Ja, kommt der Star da rein, hat aber bekommen! Ja, wir müssen kein Black Cold bekämpfen gewesen! Vor mir liegt da die Bottom! Geht da fallen, geht da, aber die Bottom sind nicht down! Und sie nimmt sich nochmal raus, kommt da im letzten Moment weg! Und die Nikla kriegt den Kill aber hier nochmal gegen Clockwork! Sehr, sehr schön gemacht hier. Die Bottom überlebt das wirklich krass mit 43 AP. Slada gestorben, gegen die gute Vengeful Spirit. Aber sehr schade, dass Slada und Clockwork ja gestorben sind. Bottom kommt aber richtig eng weg. Jetzt haben sie nicht gekriegt, aber man hat gesehen, wie schnell das ging. Die Bottom. Das ist unfassbar. Die überlebt so wenig AP, hast du die letzte Mutter nicht gesehen und der hat noch mit 20 AP überlebt oder so. Dann Shaker hat da sich quasi... Ja, mit 3800 Gold hat die Mirana. Booster Travel hatte sie aber nicht von Anfang an, die hat sich neu geholt irgendwann, oder? Booster Travel, die hat sich gar nicht Traps, jetzt Booster Travel geholt und will ein 6 Item kaufen. Die sollte entweder ein NKB oder ein Skadi werden. Eins und beiden. Und es wird ein NKB oder ein Skadi, nicht mehr, ich bin mir nicht sicher. Wobei, die Tendenz würde ich eher zu MKB zuschreiben, weil, ich meine, da macht ihr viel mehr Schaden an Gebäuden, das ist ganz wichtig und großartig Skadi Snow braucht sie nicht. Also, wie sind die Maschinen eigentlich mit Bestform, darf man, ne? Wenn man Bock hätte, dann müssen sie auf die Rexes gehen. Absolut. Und vor allem, wenn sie noch eine MKB hätte, ja. Wäre das vielleicht sogar eine Option, wenn es eng wird. Wenn man in der Base wegen echt Probleme hat und den Fight nicht gewinnen kann, wenn man vielleicht mit Boot of Travel irgendwie hingeht und da versucht zu pushen. Absolut, das wäre definitiv möglich. Es und gibt Backdoor, es gibt alles. Ich hätte voll Bock auf Base Race mäßig so. Dass wir einfach gucken, wer schneller die Base hat. Da gab es schon ein paar Beispiele in der Vergangenheit, das ist immer ganz schön spannend. Also da hätte ich auch drauf Bock, aber mal gucken, ob es überhaupt immer sowas aber meistens, die Teams lassen sich einfach nicht meistens nicht drauf ein, weil es einfach super riskant ist. Ja, ist wow. 60 Minuten. 60 Minuten und der Winner ist nicht besonders. Es sind zwar im Endeffekt gar nicht so viele Kills, ne? Aber es ist spannend, das ist jetzt richtig scheiße da für Mineski. Die sind bei Roshan und ist davon schon drin. Die sind gesplittet auf jeden Fall. Aber Mineski hat das Eiges bekommen, das war der Gegner, der hat den Platz down, aber der wird auch ein Eiges haben, der geht jetzt richtig Platz down, hat aber sein BKB aktiviert, das war ein fataler Fehler, das war der, der setzt sich gar nicht aktivieren, sondern du gar nicht stößt, aber der kann so sein, wenn du willst, und du kommst, du stößt, weil Leute, du hast mit dem Rätsel gepusht, du kommst, 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 du kommst
richtig viel Schaden an dieser Weaver, wie sie diese Weaver gezogen gemacht hat und sofort ist. Und gibt einen ganzen Diesmal und richtig viel Schaden. Der Schäger ist gerade richtig staunen. Die Weaver hier ist so dick auf den Schneider, der Schneider geht gleich down, das sage ich dir. Oh Leute, komm mit! Richtig, richtig krass, Kopf, wir gehen die Weaver geht down. Mineski, 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 ihr wollt uns doch zum... Trotzdem geht er mal hinterher. Da! Da kann man wieder aufbauen, aber Weaver ist überall. Vielleicht jetzt das für sie nach unten. Mineski, Mineski, Mineski. Das ist krass. Das ist echt krass. Ich sag dir, richtig crazy shit auf jeden Fall. Da sind wir unten in der Base. Da wird gepusht auf jeden Fall. Da wird gepusht, mein Freund. Die Potem ist da gegen die Weaver. Sie werden sich da. Und es ist auf jeden Fall eine Menge Damage, die da ausgeteilt wird. Die Weaver kann nicht fighten. Er ist einfach crazy shit. Die Potem sieht das gut aus. Ich bin ein Stun. Und das würde natürlich die Weaver der Mix. Das Ganze ist außer dem Lutherberg, sprich Nirvana China wäre raus. Das wäre eine Sensation. Wer hätte gedacht, dass Nirvana China schon nach dem Play oder nach der Gruppenphase direkt rausfliegt? Potem in der Mitte ein bisschen mehr, sollte auch mal mittelkurs werden, bitte nicht versterben. Da kommt jetzt mal die Fischer vom Shaker und die Potem kommen weg, exigieren daneben. Sehr nice, diese Portem ist wirklich ständig und jetzt ist es unfassbar, was ich für Nerven weiß. Sehr geil, wie wir sie selten erlebt haben in diesem Tage. Ich glaube mal, das ist das geilste Game, das sie in diesem Tage gesehen haben. Es macht einfach das macht echt richtig, richtig laut. Die letzten 10-15 Minuten, es ist einfach und richtig geil geworden. Irgendwas sagt mir, die waren anscheinend erst noch nicht ganz aus dem Business raus. Die haben ja irgendwas gelaufen. Wobei jetzt echt... Potem ist einfach so krass. Potem hier macht einen auf mega cool Carry und haut alles weg. Das ist die haben echt... Oh, jetzt muss ich gucken, da muss ich gucken, wo ich 7000 Gold auf der Potem. Die Frage ist, baut sie sich ein Item oder behält sie das Gold für Rebuy? Trotzdem wie viel Gold hat die? 7000? Ja, da kannst du es blocken. Hat sich was gekauft mit KB. Es ist natürlich ein super Item, um einfach ganz gut auf dem Netz auszuüben. Ich denke, dafür ist es auch gedacht. Sie wird einfach BKB machen, sie wird einfach Manta-Style und einfach die Rexes kaputt kloppen. Das ist ihr Plan, mein Freund. Aber das Problem ist einfach, wenn der Enigma mit einer guten Ulti wieder reinkommt und die Potem erwischt. Weißt du, was das große Problem ist? Für Nirvana China jetzt gerade, okay, sie werden in ihrer Base sein, das ist schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Aber das einzige Problem ist halt die Potem, die kann Spielbein. Und die hat einen Bot. Ja, das heißt, die ist sofort wieder dabei. Das ist ein großes Problem. Ich denke, sie müssen auf jeden Fall versuchen, den Enigma rauszunehmen und dann einfach BKB an straight auf die Rexes. Das wäre eine Alternative. Das wäre auf jeden Fall der Plan, den ich jetzt hätte. Weil sie dann immer noch aufpassen muss auf sowas wie Black Hole und Beastmaster Ulti, aber ich denke mal, das wird eigentlich relativ okay werden. Klar. Das Team ist auch noch dabei, mit zusätzlichen Save. Gesmoked. Nirvana China ist gesmoked. Aber Slada ist schlechter Farm. Also bei Slada kommt ja auch nichts mehr wirklich nach. Hat sich aber auch ich gut gemeldet. Ich sag dir ganz ehrlich, die Chinesen mögen Smoke. Genauso wie das reale Rauchen halt auch. Ne? Also. Die Porte mit der Mitte. Muss definitiv aufpassen. Muss aufpassen. Oh. Aber die hat einen Linken. Sie sind den ersten Fall überleben und dann weiß ich schon, dass ein Smoke kommt. Obwohl, wenn ein Takeout direkt eine Ulti kommt, dann kann das relativ krass wegschnauben. Das wäre dann wieder ein Problem für Nirvana China, weil wenn wir die Ulti raus haben, Porto Rebuild einfach ist ein Bot direkt wieder zur Stelle. Das wäre dann ein Nachteil eigentlich für Nirvana China, obwohl sie die vermordet haben. Aber Nirvana China hält sich hier gut. Sie müssen aufpassen, welche Specs. So, Mineski geht jetzt ein bisschen unten durch. Sie wollen hier die Lane abrusten. Wir sehen, wie die Kunst hier richtig kommt. Geht an den Thron. Ja, Nirvana China muss zurück. An die Fortress. War natürlich weit raus, aber müssen zurück. Müssen wir verteidigen. Ein Claymore. Das hat die Welt nicht dahin gelegt. Oh Mann, wir wissen, wie liegt einfach ein Claymore. Ey, Tele Plus Ulti wieder gigantisch. Das ballert richtig. So, hier Porto Ulti, die machen einfach die Base rein. Schöne Idee. Rennt einfach auf die Choke drauf, was hier schon passiert ist. Und ihr seid richtig krass. Mineski, richtig krass. Die stehen da hinten ist rum. Die stehen da hinten ist rum. Oh, die waren natürlich geht richtig weit weg. Das glaube ich gar nicht mehr so. Die gehen in den Porto Ulti in der Mitte. Haut einfach drauf auf die Echse. Die bringt natürlich noch nicht ab. Jetzt ist die Frage, was macht sie? Was ist das für ein Hochschlag? Da sind wir auch richtig nur in die Kühe gespottet. Einfach voll getreut. Jeder arme kleine Typ.
der arme Knoche, da hinten sehen wir richtig krasse Probleme. Auf der Kante, die sind eingetan, hat sich der Wege zu den Fiebern noch raus. Geht auf die Lecke, und auf die Felder mit dem Moment. Die Mensch, es fliegt aber noch. Muss ich rüber in die Porte, du musst dich einfach rüber. Und muss ich nicht mehr reinporten. Aber da sind irgendwie kleine Clubs, die sehen, das muss ich nicht mehr. Kann ich hier in Porten. Und muss dann einfach die Battle, aber Sieg. Die kann ich, da ist Twist, die wird sterben. Scheiße. Aber sie haben die Wechsel gekriegt. Das wird die Film. Das ist das. Aber das ist irgendwie schon fast gegessen. Das ist nur noch eine Wex, die können sie nicht verteidigen. Gleich wird einfach. Es gibt gleich einfach rechts, Klick auf die Wex von allen Helden, sagt ihr. Einfach um das zu machen. Aber guck mal hier, Morana China geht durch die Mitte und das ist die einzige Chance, die wir haben. Ziel des Spiels ist aber nicht Super Creep zu haben, sondern das Game zu gewinnen. Und warum geht's gerade hier in Bayer? Ich weiß nicht. Aber Super Creep, das Problem ist einfach, Super Creep sind so krass. Sie ist Schieb doch einfach mal Claymore rum, das ist schon ein bisschen crazy, das Game. Claymore, einfach Claymore. Und die Potte, die Potte! Die Potte! Die Rex soll einfach! Die Rex wird fallen! Die Rex wird down! Geht am Ende, da ist sie down! Aber hier, sag das nicht, gleich bin ich da. Ich glaube nicht, dass das noch ist. Aber die Jacks kriegen sie alle Male und das geht auch relativ schnell. Was ein Fehler hier. Und das war's. Wir gucken auf das. Da kommt auch. Wir sind immer noch im Vorteil, aber trotzdem. Da kommt das GG. Deck auf jeden Fall. Sehr geil von der Anna Treiner. Richtig schön gespielt. Sehr cooles Game. Hätte ich gar nicht mehr gedacht, nachdem ich den Anfang so gezogen hatte, dass das noch ein so fernes Game wird. Und das geht mir noch weiter. Ja, die sie wollten das. Mein gutes Game. Das war's mit Eski gegen Nevada China. Das war ein eindeutiger Sieger. Nevada China hat leider das Game Ausland gegeben, indem sie diesen taktischen Fehler gehabt haben. Das war echt krass. Also die anderen Wechsel, ohne großartig was zu machen, wie halt ganz schnell. Potte, ohne werden nur gesagt, wie gesagt, also die Tor, guckt dir einfach die Schilder da hoch. Das ist Von dem Publikum und an dieser Stelle sagen wir Adios, wir sehen uns noch gleich wieder mit Mitchell Makers gegen Psy oder Sky, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, was ausspricht und tschüss.
Ah.